Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 19. Oktober 2022. Und zwar heute mal woanders, hier in Bahia Feliz. Es ist ja eine Ausfahrt auf der Autobahn bzw. auch auf der Landstraße. Die ist jetzt hier vor mir der Parkplatz und dahinter ist dann erst die Landstraße und dann die Autobahn. Man kommt hier relativ einfach und schnell hier hin. Wenn man mit dem Auto kommt, kann man hier wunderbar parken. Ja, und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder hier nach links Richtung Hotel Orchidea oder dann eben auch die andere Seite hier Richtung San Agustin. Wir gehen jetzt erstmal hier die Runde. Ja, es ist mal ein bisschen was anderes. Es ist auch wesentlich ruhiger hier vom Tourismus. Hier sind viele, die fest hier wohnen oder Eigentum haben und nur ab und zu mal kommen. Hier gibt es auch Garagenplätze, Stellplätze direkt vor dem Apartment oder Bungalow, wie man es auch bezeichnen möchte. So, wir haben dann nachher den Blick hier nach San Agustin. Jetzt am Anfang erstmal recht herzlichen Dank fürs Abonnieren der Videos, fürs Teilen, fürs Weiterleiten, für die Kommentare, die netten und die Beantwortung. Ich versuche da auch immer einzugehen. Zum Beispiel war die Frage, kann ich denn mit meiner Krankenkarte mich hier behandeln lassen? In den meisten Fällen geht das, dass die direkt abrechnen. Bei einigen Ärzten geht das nicht, da kriegt man eine Rechnung, kann aber die Rechnung dann daheim einreichen. Und die rechnen auch so ab, dass man den vollen Betrag dann zurückbekommt. Ja, dann, was gibt es noch? Ja, auch bei Zahnärzten, die gibt es dann eine Rechnung. Und wenn man dann eine Versicherung hat, dann kann man auch diese dann einreichen bzw. sein Geld dann wiederbekommen. Ja, hier gibt es auch immer mal wieder was zu mieten oder vermieten, je nachdem. Die sind aber von der Lage natürlich schon besonders, haben aber auch Stufentreppen. Die oberen, das sind immer zwei Teile bzw. zwei Elemente. Hier das Apartmenthaus Playa de Águila mit dem Restaurant, mit dem Bekannten und Dunkerbeck dahinter. Und dann ja, sieht man schon San Agustin. Ja, Fragen. Thema Mieten oder Vermieten. Also wir gehen mal jetzt davon Mieten aus. Keine touristische Vermietung. Ich sage jetzt mal ab 3 Monate, 4, 5, 6 Monate, halbes Jahr also oder länger. Das ist eine Langzeitvermietung. Jetzt nehmen wir mal die Möglichkeit an, man ist hier auf der Insel und möchte den Mietvertrag hier schließen. Das heißt, man kann das ausgewählte Objekt besichtigen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Man sollte auch mal fragen, die Nachbarn, oder mal schauen, wer wohnt da links oder wer wohnt da rechts oder oben drüber. Wenn man jetzt der Meinung ist, man mietet jetzt für einen Zeitraum X, ich sage jetzt mal in 3 Monaten für ein halbes Jahr, dass man noch nicht einziehen kann, weil vielleicht jemand noch drin wohnt, dann kann man einen Mietvertrag schließen. Man kann aber auch eine Anzahlung oder eine Reservierung machen. In der Regel und vom Gesetzgeber vorgeschrieben, muss das in Spanisch gemacht werden. Viele bieten das aber zweisprachig an, entweder auf einem Blatt oder zwei Blätter. Dann kann man eben Anzahlung, Reservierung, dann schreibt man da alles rein, auf was man Wert legt. Ja, und hier kann man die Treppe nach unten gehen. Ah, ich habe immer noch den Zoom, Entschuldigung. So, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Also mit Zoom wollte ich das eigentlich nicht. Ja, hier direkt die Treppen nach unten zum Steinstrand und dann ist man, wie ihr seht, fast alleine. So, dann gehen wir mal davon aus, das Objekt wird angemietet, es wird eine Reservierung gemacht und da sollte dann drin stehen, um welches Objekt es sich handelt
ab wann der Zeitraum der Anmietung ist. Und ja, wer ist Eigentümer? Und der Eigentümer ist auch der Vermieter. Dann ist es auch nicht unüblich, dass sich die beiden Parteien die Personalien austauschen. Das heißt, man kann ohne weiteres als Mieter verlangen und sagen, zeig mir mal deinen Reisepass. Die haben die nicht, sondern die Spanier die Identitätskarte. Dann macht man mit seinem Handy ein Foto davon. Und das Gleiche gibt man ihm dann auch dem Vermieter. Das ist also üblich, dass man diese Daten dann austauscht. Kann man auch bei der Reservierung machen. Beim Mietvertrag würde ich es auf jeden Fall empfehlen. So, dann wird irgendeine Anzahlung X geleistet. Die sollte eigentlich per Überweisung, ist aber auch manchmal in bar möglich oder wird gemacht, eine Überweisung auf das Konto des Vermieters, derjenige, der Eigentümer der Wohnung ist. So, und dann hat man schon mal ein gewisses Maß an Sicherheit. Viele kürzen diesen Vorgang ab, die unterschreiben gleich den Mietvertrag. Das heißt, der Mietvertrag ist gültig, zum Beispiel ab 1. Januar. Und man macht diesen kompletten Mietvertrag dann schon fertig. Zahlt man in der Regel eine Monatsmiete Kaution als Sicherheit, dass man das Objekt auch bekommt und reserviert hat. Und dann eben die Vermittlung, je nachdem wer der Vermittler ist, dann auch die Kotage, die Vermittlungsprovision. Dann sollte dann, wie gesagt, der Vertrag eventuell zweisprachig sein. Viele bieten das mit an oder einige bieten das an. Die anderen sagen, wir machen eine mündliche Übersetzung. Muss jeder schauen, wie er damit zufrieden ist. Besser wäre natürlich spanische, deutsche Übersetzung. So, und im Mietvertrag steht dann eben auch das Gleiche drin. Ab wann, für wie lange. Und ja, dann sagen wir mal für ein halbes Jahr, ab 1. Januar bis zum 30. Mai, Juni, je nachdem wie lange. Und dann wird auch in dem Vertrag drinstehen, dass eine Untervermietung verboten ist, denn manche, die sind da ganz schlau, die sagen, ich miete den an, den Bungalow, und vermiete den an Freunde, Bekannte. Und das wird dann schon nicht möglich sein. Sowas wird dann in der Regel durch den Vertrag auch ausgeschlossen. Außer es ist vorher abgesprochen, dass man was anmietet langfristig, also über ein Jahr oder mehrere Jahre, und sich das Recht vorbehält, das dann auch weiter oder untervermieten. Also das kommt drauf an, aber erstmal gehen wir davon aus, dass jemand da privat einzieht. Dann ist es auch so, dass manche Eigentümer genau wissen wollen, welche Personen, also wie viele, da anmieten, und die brauchen die Daten von allen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich wohne da die meiste Zeit, aber ab und zu kommt auch meine Frau oder meine Freundin, dann müssen auch die Daten mit in den Vertrag von dieser Person, die da mit wohnt, beziehungsweise dann teilweise da wohnt. Auch das ist dann schon Standard, dass man das angibt. Ja, in der Zwischenzeit gehen wir wieder zurück. Hier vorne ist das Hotel Orchidea. Und ihr seht selber, wie beschaulich und ruhig das hier ist. Und man kann theoretisch auch von hier bis nach Maspalomas Playa de Inglés auch laufen. Gerade ist dieses Thema wieder aktuell, weil so viel passiert. Da wird irgendwas wohin bezahlt an irgendeinen Menschen, wo man nur einen Namen hat. Bekommt dann irgendein Papier oder eine Bestätigung und zum Schluss gibt es das Objekt nicht. Man sollte lieber auf Nummer sicher gehen und hier anmieten. Wir reden drüber, was passiert, wenn ich zu Hause bin und was anmieten möchte. Das ist jetzt ein anderes Thema. Und vor allen Dingen dann ein hiesiges
Immobilienbüro, Vermittlungsbüro oder eine Person wählen, die hier vor Ort ist, die man kennt. Vielleicht auch ein paar Referenzen einholen, dass man sagt, ja, da bin ich gut bedient worden, das empfehle ich. Das ist doch das Wichtigste, das Sicherste. Es gibt genügend professionelle Immobilienmakler, Vermittler, die das hier sehr gut praktizieren und ja in der besten Qualität ihre Dienste anbieten. So, jetzt habt ihr hier einen kleinen Rundgang und ein bisschen Information. Hier ist der Sportflughafen, man sieht es auch. Hier kommen sie rein, die kleinen Maschinen. Schauen wir mal, ob wir das mit aufnehmen können. Ich kann das jetzt auf meinem Bildschirm leider nicht so gut erkennen. Also er hat aufgesetzt. Ja, und hier ist man wirklich noch für sich alleine. Hier kann man noch richtig gut relaxen. Und ich mache mich jetzt auch wieder auf den Weg. Verabschiede mich schon mal, wenn es noch... Ah, es gibt jetzt noch einen Nachtrag. Und zwar ganz wichtig. Der Klaus hat ein Video gemacht und zwar Essen gehen. Ein Tipp, ein kleiner Tipp, was rustikal ist, Fast Food. Schaut euch das an. Ich hänge euch dieses Video jetzt mit dabei. Ich wollte es gestern machen, aber organisatorisch war es nicht möglich. Also heute. Und da kommt schon wieder der nächste Flieger. Hier geht es ja ganz schön zu. Also ich hänge euch dieses Video mit dazu. Und vielleicht ist der ein oder andere dann ja mal angeregt, auch eine Currywurst mit Pommes frites in sein Repertoire mit aufzunehmen. Ich sage, hasta luego. Hola, hola, liebe Harry-Community. Hier ist Harrys Nachbar, der Klaus, heute mal mit einem Feinschmecker-Tipp. Wer hier in Playa del Inglés mal eine gute Currywurst mit Pommes essen möchte, dem empfehle ich Peters Strand Arena. Gelegen am Anexo Dos, also der Strandpromenade von Playa del Inglés. Hier bekommt man wirklich eine ganz hervorragende Currywurst mit Pommes. Ja, ich weiß, es ist Frevel. Normalerweise gehört auch noch Mayonnaise dazu, aber die mag ich einfach nicht. Aber auch so schmeckt das wirklich sehr gut und ab und zu muss sowas auch mal sein. Nicht immer nur Paella oder Fisch und ja, dann gehe ich immer gerne in die Strandarena. Und nein, das am Nachbartisch ist nicht Peter Neururer. Nein, aber wirklich sehr lecker, die Currywurst mit Pommes. Wer noch eine andere Empfehlung hat für Currywurst mit Pommes, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Natürlich in Playa oder in Maspalomas. Also, macht's gut, genießt das Leben.